Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag von XTB, von Xtrade Brokers, hier in der University of Applied Science in Frankfurt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen auch Sie zu Hause an den Bildschirmen, die sich ja dieses Online-Event die ganze Woche ansehen können, hoffentlich schon sehr viel gelernt haben und in Zukunft die nächsten Tage auch noch recht viel mitnehmen können, um an der Börse erfolgreich zu sein. Mein Name ist Philipp von Breitenbach und ich stelle Ihnen heute den CFD als Produkt näher vor. Der ein oder andere kennt dieses Produkt vielleicht und ich möchte es auch heute vor allem vergleichen mit anderen Produkten, mit denen man an der Börse handeln kann. Bevor ich losgehe, möchte ich Ihnen hier unseren Risikohinweis zeigen und bitte machen Sie sich mit den Risiken vertraut, die diese Hebelprodukte mit sich bringen. Denn der Hebel, der wirkt natürlich in beide Richtungen. Ja, Sie können sehr, sehr gut an den Märkten Geld verdienen, aber in die Gegenseite ist es natürlich auch risikoreich für Sie und Sie können Ihr eingesetztes Kapital natürlich auch vollständig verlieren, wenn Sie nicht aufpassen. Und wie Sie das hinkriegen, dass Sie da eben ein gesundes Chance-Risiko-Bewusstsein haben oder entwickeln nach diesem Vortrag, so hoffe ich. Deswegen bin ich heute hier. Und als zweites muss ich Ihnen natürlich auch noch den Interessenkonflikt zeigen, was ja nichts anderes bedeutet, als dass ich theoretisch in den Werten, die eventuell als Beispiele hier herangezogen wären, investiert sein könnte. Bemühe mich natürlich trotzdem, absolut objektiv über das Thema zu sprechen. Ja, Philipp von Breitenbach, mein Name, Senior Account Manager bei XTB Online Trading hier in Frankfurt. Ganz kurz für Leute, die XTB noch nicht kennen. Wir sind ja zum ersten Mal hier auf den IB Days in Frankfurt am Main und deswegen zwei, drei Sätze zu uns. In den grün eingefärbten Ländern, da haben wir überall Niederlassungen. Gegründet sind wir 2002 in Warschau und ja, in Deutschland sind wir seit 2008 hier in der Mainzer Landstraße 47. Kommen Sie gerne auf einen Kaffee vorbei, wenn Sie uns näher kennenlernen möchten. Und ja, insgesamt weltweit über 155.000 aktive Trader, die XTB als Premium Broker in Anspruch nehmen. Und das haben wir heute vor. Als erstes möchte ich den Weg nachzeichnen, wie man eigentlich Trader wird. Denn viele fangen vielleicht mit Aktien an oder mit einem Fondssparplan oder haben sich mit den Finanzmärkten in sonstiger Art und Weise vertraut gemacht. Aber ein richtiger Trader und was das eigentlich ist, das möchte ich Ihnen kurz beleuchten. Dann, was ist der Vorteil der CFDs im Vergleich zu anderen Produkten, mit denen man eben kurz- bis mittelfristig an den Märkten agieren kann. Und zum Schluss natürlich noch eine Vorstellung von uns, von XTB als Broker, was uns von anderen Brokern im Markt unterscheidet. Das ist der letzte Teil und so viel kann ich schon verraten. Wir haben für diese IB Days ein Spezialangebot, was Sie ja im Anschluss an den Vortrag gerne nutzen können. Wofür ich direkt schon mal Werbung machen möchte, ist der morgige Mittwoch auf Kanal 4. Da haben wir unser Live-Trading-Finale. Wir haben einen Wettbewerb gestartet und morgen treffen sich die 8 besten Trader dieses Wettbewerbs hier auf den IB Days und werden einen Tag lang gegeneinander antreten und um 17 Uhr werden wir wissen, wer sein Depot an diesem Tag am meisten hochgetradet hat. Schalten Sie da unbedingt ein auf Kanal 4, morgen von 9 bis 17 Uhr. Ja, wie wird man Trader? Da möchte ich vielleicht so ein bisschen von mir selber erzählen und ich denke, diese Biografie, wie man zum aktiven Trader wird, ist bei vielen Leuten recht ähnlich. Bei mir war es so, dass der ausschlaggebende Punkt an und für sich die Finanzkrise 2008 war und die Ankündigung der Zentralbanken, die Märkte mit Geld zu fluten. Und da gab es natürlich Artikel dazu, die suggeriert haben, dass die Inflation tendenziell zunehmen wird, wenn die Geldmenge so stark ausgeweitet wird
und wo man eben sein Geld in Sicherheit bringen könnte. Und da fiel dann das Thema Sachwerte, also Aktien, Gold oder auch Fonds. Das habe ich mir alles angesehen, habe dann das ganze Angebot, was es auf den Märkten gibt, versucht zu durchforsten. Und wenn Sie neu in dem Thema sind, dann werden Sie auch sicherlich die Erfahrung gemacht haben, dass das Angebot am Anfang einen förmlich erschlägt. Es gibt so unglaublich viele Produkte, die mit der Börse zusammenhängen, dass man sich am Anfang gar nicht zurechtfindet und viele Leute dann auch leider schon das Thema links liegen lassen, es aufgeben, sich nicht wirklich damit beschäftigen möchten. Und das ist sehr, sehr schade, denn durch das Niedrigzinsumfeld haben wir natürlich ein Problem. Die Sparer kriegen nichts mehr auf ihrem Sparkonto an Zinsen. Und da ist dann eben die Frage, bleiben Sie da passiv oder werden Sie irgendwann aktiv? Und wenn Sie aktiv werden wollen, stehen Ihnen viele Möglichkeiten zur Auswahl und die CFDs sind eine davon. Ich persönlich habe die CFDs sehr, sehr spät kennengelernt. Ich war, wie gesagt, bei Aktien, bin dann nach der Finanzkrise in die Aktien gegangen. Dann habe ich die Griechenland-Krise mitbekommen, bin dort sozusagen durch meine persönliche Feuertaufe gegangen. Andere Trader, die vielleicht schon länger an der Börse sind, hatten vielleicht andere Feuertaufen, vielleicht sogar die Finanzkrise 2007, 2008. Auf jeden Fall stand für mich dann plötzlich im Mittelpunkt des Interesses, wie kann ich denn auch von fallenden Kursen profitieren? Oder zuerst stand für mich die Frage im Mittelpunkt, wie kann ich denn meine Aktienposition gegen so einen Kursverfall absichern? Und da habe ich dann von Optionsscheinen gelesen, von Knockout-Zertifikaten gelesen und habe mich dort ausprobiert, habe mir diese Produkte angesehen und habe dann aber auch recht schnell festgestellt, dass diese Produkte alle auch einen kleinen Nachteil haben und war an und für sich immer auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten und das hat mich dann schlussendlich natürlich dann auch zu den CFDs geführt, auf die wir heute zu sprechen kommen. Und was mich an den CFDs aber immer etwas abgeschreckt hat, und das haben wir jetzt eben nicht mehr, und das ist der Grund, weshalb ich den Vortrag hier auch heute für Sie mache. Der Grund, weshalb mich die CFDs immer abgeschreckt haben, war dieser kleine Zusatz, Vorsicht, Sie können mehr verlieren, als Sie investiert haben, durch die sogenannte Nachschusspflicht. Diese Nachschusspflicht ist aber in Deutschland ab August Geschichte, abgeschafft. Sie können nicht mehr verlieren, als Sie auf ein Tradingkonto eingezahlt haben. Und das macht CFDs plötzlich unglaublich vergleichbar mit Knockout-Zertifikaten, mit anderen Investments, die gehebelt sind, die aber auf der anderen Seite auch Nachteile haben. Und mit dem CFD ohne Nachschusspflicht haben Sie ein sehr kostengünstiges Produkt, ein sehr flexibles Produkt und das möchte ich Ihnen heute im Vergleich einmal vorstellen. Und wenn Sie von CFDs noch gar nichts gehört haben, ist das nicht schlimm, bleiben Sie dran, denn ich werde das Produkt auch am Beispiel des deutschen Lieblingsinvestments, dem DAX, möchte ich das hier vorstellen. Ja. Die Vorteile der CFDs, der Vortrag steht ja unter diesem Motto im Vergleich zu anderen Produkten, jetzt eben ohne Nachschusspflicht, ja. Da ist natürlich der erste Punkt, dass der CFD an und für sich sehr, sehr einfach ist. Es ist ein unglaublich einfaches Produkt. Die Kostenstruktur, die dahinter steht, ist ebenfalls unglaublich einfach. Man muss sich nur einmal, wie Sie das jetzt heute Abend hoffentlich tun, nur mal eine Stunde mit dem Thema beschäftigen und dann hat man es auch an und für sich schnell verstanden. Wenn immer noch Fragen da sind, rufen Sie uns gerne an, gehen Sie auf xtb.de, schauen Sie sich die Informationen an oder ja, rufen Sie uns einfach an. Wir erklären Ihnen das dann auch im Anschluss und die Woche natürlich sehr, sehr gerne nochmal im Detail. Ja, der zweite große Vorteil ist eben, dass wir keine Nachschusspflicht mehr im CFD-Bereich haben. Und das kam auch an und für sich immer nur zum Tragen, wenn wir eine sogenannte Kurslücke haben.
Bedeutet also, wenn wir zum Beispiel übers Wochenende, und das ist jetzt neulich gerade erst passiert, Gott sei Dank haben wir jetzt die Nachschusspflicht nicht mehr, aber jetzt am Wochenende vor ein paar Wochen im August, Sie werden es sicherlich mitbekommen haben, Nordkorea mit seinem Raketentest und der DAX stand von Freitag und Montag lag ein ganzes Stück auseinander. Das ist eine Kurslücke. Die Profis sprechen hier von Gaps, je nachdem, ob die Kurslücke unterhalb oder oberhalb des letzten Kursstandes ist oder sich dann eben befindet, spricht man von einem Down Gap oder Gap Up, Gap Down, je nachdem, wo das Gap eben liegt oder der neue Kurs eben liegt. Und wenn Ihr Stop Loss, Ihre Verkaufsorder in dieser Lücke gelegen hätte, wären Sie übersprungen worden. Sie wären sozusagen nicht zu diesem Kurs aus dem Markt rausgekommen und das haben die Knockout-Zertifikate eine ganze Zeit lang eben verhindert, denn da lag dieses Risiko beim Emittenten und um es kurz vorwegzunehmen, so etwas machen wir mit den CFDs jetzt hier bei XTB eben auch. Das bedeutet, Nachschusspflicht ist weg, das Kurslückenrisiko ist weg. Wie es genau funktioniert, werde ich Ihnen im Anschluss etwas detaillierter erläutern. CFDs sind dazu unglaublich schnell und flexibel. Als ich angefangen habe, mit Knockout-Zertifikaten zu handeln, da war es so, ich hatte das bei meiner Hausbank, vielleicht ist der ein oder andere auch noch bei ihrer Bank, wo sie das eben handeln. Da dauerte es dann einen ganzen Tag, bis dieses Wertpapier in mein Depot dann eingebucht wurde, sodass ich dann erst wieder rankam und hat sich die Marktlage in der Zwischenzeit verändert, dann war ich einfach handlungsunfähig. Die CFDs führen innerhalb von Millisekunden aus. Sie können auf die Order sofort zugreifen. Und wie schnell und flexibel das dann im Einzelnen ist, ist auch Teil meines Vortrags. Dann ein Punkt, und den werden Sie vielleicht, wenn Sie mit Knockout-Zertifikaten gehandelt haben oder anderen Hebelprodukten, werden Sie das vielleicht auch festgestellt haben, dass der Hebel bei den Knockout-Zertifikaten, je näher man sich seinem Ziel, was man vor Augen hat, nähert und man schaut am nächsten Tag, ja, wie hat sich mein Zertifikat entwickelt und wie groß ist der Hebel, dass der Hebel dann einfach abnimmt. Und das ist natürlich ärgerlich. Ja? Und das ist beim CFD nicht. Wieso das nicht ist, ganz einfache Konstruktion, ist auch ein Punkt in der Präsentation. Und ganz zum Schluss ist der CFD unglaublich günstig und transparent im Vergleich zu anderen Zertifikaten, die Sie an der Börse erwerben. Denn so wurde der CFD auch eigentlich erfunden. In den 80er Jahren war das in Großbritannien und dort gab es die sogenannte Stempelsteuer. Man könnte auch sagen, eine Börsenumsatzsteuer, ganz verkürzt gesagt. Und die großen Banken untereinander haben natürlich immer auf die Kosten geschaut und beim Handel untereinander haben die Banken dann irgendwann die Idee gehabt, wieso einigen wir uns nicht einfach außerbörslich auf einen Preis, eine Preisunterschiedsgeschichte, einen Preisdifferenzkontrakt, den wir an der Börse vorbei untereinander abschließen. Und CFD ist Englisch für Contract for Difference und das ist das ganze Geheimnis. Und deshalb ist es eben auch so günstig, weil Sie nicht an der Börse handeln. CFDs haben keine Wertpapierkennnummer, sondern Sie handeln es eben mit oder über einen Broker. Und zum Schluss des Vortrages möchte ich Ihnen XTB als Broker natürlich nochmal näher vorstellen. Vorab, wenn man sich mit der Börse beschäftigt, kommt man irgendwann zu dem Punkt, dass man den Schritt von einem vagen Investment, einer kleinen Spekulation, ein Ausprobieren, ja, hinkommt zu den tatsächlichen Trading-Entscheidungen. Und CFDs sind tatsächlich etwas für Leute, die sich an den Märkten entscheiden wollen. Deshalb habe ich auch im Verlauf die ganze Kategorie der Bonuszertifikate, Discount-Zertifikate, was es da nicht alles gibt,
wo ich irgendwie auf, ich will oberhalb von einem Level bleiben und wenn ja, dann kriege ich das und wenn nein, kriege ich noch 3% auf das eingezahlte Kapital und so weiter und so fort. Aber das ist alles, was an und für sich nichts für Trader ist, denn Trader haben von den Märkten eine Meinung. Und diese Meinung, die bilden sich die Trader anhand von verschiedenen Methoden, Indikatoren, technischer Analyse oder sonstigen Dingen. Trader haben also immer eine genaue Vorstellung von einem sogenannten Setup. Und was gehört zu einem Setup? Zu einem Setup gehört ein Einstieg, ein definierter Einstieg, der auch begründet ist, einen sogenannten Stop-Loss, das bedeutet eine Marke, wo die Bedingungen für den Trade nicht mehr gültig sind, wo der Trade also automatisch im Verlust, im begrenzten Verlust dann geschlossen wird. Und Trader haben einen Take-Profit, das heißt, sie haben ein Kursziel, sie haben eine Hypothese, wo der Markt hinlaufen wird. Und dieses Setup wird getradet. Die Trader haben eine Idee, was passiert und spekulieren auf die Erfüllung dieser Hypothese, dieser Trading-Hypothese. Und das möchte ich Ihnen hier am DAX einmal zeigen. Ich habe den DAX hier mitgebracht. Es ist ein Beispiel aus der Vergangenheit. Hier haben wir das Beispiel eben vom groben Zeitraum, dass Sie sich das vielleicht noch in Erinnerung rufen können. Das ist der 13.07. bis zum 31.07. Und vorab ganz kurz, das sehen Sie eben hier an der linken Bild, am linken Bildende, da haben wir diese Kurslücke. Diesmal aber eine Aufwärtskurslücke, von der ich vorhin gesprochen habe. Was war das für eine Aufwärtskurslücke, ein Gap-Up, was war da passiert? Das waren die Frankreich-Wahlen, wo dann eben am Sonntagabend klar war, Macron hat gewonnen, Le Pen hat es nicht geschafft, die Erleichterung im Markt war groß, dass ja die Euroskeptikerin Le Pen mit ihrer, ihrer Partei nicht Präsidentin geworden ist und dann auch später nicht gut abgeschnitten hat oder nicht ausreichend genug abgeschnitten hat, um in der Politik Frankreich etwas zu bewirken. Und da sehen Sie, wie erleichtert die Märkte gewesen sind und dann im Laufe der Wochen und Monate dann eben diese Bewegung hingelegt haben. Jetzt haben wir als zweites Hilfsmittel im Chart einen gleitenden Durchschnitt. Und das war auch so das erste technische Hilfsmittel, dem ich über den Weg gelaufen bin damals. Und das ist der 50-Tage-Durchschnitt. Eine ganz einfache Geschichte. Es sind die letzten 50 Tage dividiert durch 50 und dann haben wir eben einen gleitenden Durchschnitt, der den Kurs glättet und uns eben hier anzeigt, wohin die Reise im groben Durchschnitt geht. Und die Kurse sind eben an dieser Marke am Anfang vor der Frankreich-Wahl sind sie auch abgeprallt und nach oben gesprungen. Dann wurden die Kurse jedoch nach unten gedrückt. Wir haben einen Rebound von unten an den 50-Tage-Durchschnitt und gleichzeitig haben wir dieses Gap. Und die zweite Geschichte, auf die ich gestoßen bin, war nicht nur gleitende Durchschnitte sind sozusagen Gummibänder, Widerstände, Unterstützungslinien, die Kurse, die suchen diesen Kontakt mit diesen gleitenden Linien und stoßen sich dann wieder ab. Warum? Weil sehr viele Marktteilnehmer dieses Hilfsmittel in Anspruch nehmen, gerade eben auch etwas mittel- bis langfristig orientierte Anleger und dementsprechend wird das beachtet. Die zweite Sache aber ist das Gap. Und da gibt es eben auch so eine Börsenweisheit und die besagt, Kurslücken, diese Gaps, diese Sprünge, die werden früher oder später irgendwann geschlossen. Man weiß nicht, wie lange das dauert, aber wenn diese zwei Dinge zusammenkommen, hätte man hier in diesem Beispiel eine tolle Hypothese aufstellen können. Nämlich erstens, wir laufen hier im DAX von unten an diese 50-Tage-Linie ran, werden dort aber nach unten abprallen, denn wir sind schon einmal durchgerutscht.
Die 50-Tage-Linie hat sich auch so ein klein wenig geneigt. Das bedeutet, im Durchschnitt war das Momentum dann doch auf der Kippe bis ein wenig abwärts gerichtet. Und die Kurslücke, das Gap, das musste früher oder später auch noch geschlossen werden. Und dementsprechend hätten Trader damals auf dieses Setup kommen können mit diesen beiden Bedingungen und ein sogenanntes Setup bauen können. Und ich habe die Kursmarken hier etwas aufgerundet hingestellt, damit es eben ein wenig verständlich ist. Wir haben den Einstieg also an der 50-Tage-Linie bei rund 12.650 Punkten. Dann, wo wäre unsere Bedingung nicht mehr gültig? Ja, die wäre nicht mehr gültig, wenn wir nachhaltig wieder über diesen Durchschnitt ausgebrochen wären. Und dazu habe ich hier in diesem Beispiel das kleine temporäre Hoch genommen, das dort im Markt zu sehen ist. Wenn wir also auch noch dieses temporäre Hoch übertroffen hätten, wäre es vermutlich wieder Richtung Allzeithoch gelaufen. Da wäre dann unsere Bedingung hinfällig und deswegen wäre dort vollkommen in Ordnung gewesen, aus dem Trade auszusteigen. Auf der anderen Seite das Kursziel, das Gap Closing bei rund 12.100 Punkten und das einfach im Tageschart, um Ihnen das jetzt hier beispielsweise mal zu zeigen. Und das Risiko, was haben wir also als Risiko gegen uns? Das sind 200 Punkte oder die CFD-Trader nennen das Pips. Das ist auf Englisch, ist das alles Pips. Egal in welchem Wert Sie sich befinden, müssen Sie sich einfach angewöhnen, das so zu nennen. Und auf der anderen Seite haben wir aber die Chance, 500 Pips gut zu machen. Das heißt, die Strecke nach unten Richtung Gap wäre 500 Punkte. Und wenn Sie jetzt mit Knockout-Zertifikaten oder mit anderen Zertifikaten unterwegs sind, dann werden Sie, bei mir war das ganz genauso, dann haben Sie direkt den Impuls, Ihr Investment in Prozent sich anzusehen. Und das kommt noch von den Aktien. Ja? Sie haben ein Aktieninvestment, die Gewinne in Prozent, die sind auch immer in Ihrem Depot ausgewiesen, Ihre Rendite, Ihre Performance in Prozent. Und bei den CFDs ist das aber etwas hinderlich. Es macht eher Sinn, sich diese Strecke zu definieren. Trader, CFD-Trader oder Trader, die an der Börse mittel- bis kurzfristig unterwegs sein wollen, haben, wie gesagt, ja, eine Entscheidung zu treffen, haben eine Hypothese und wollen die traden. Und da ist es natürlich unabdingbar, dass sie sich diese Bedingungen definieren. Und hier haben wir dann eben, nachdem wir darüber nachgedacht haben, dieses Chance-Risiko-Verhältnis von 200 Punkten, die wir bereit sind zu riskieren, und 500 Punkten, die wir erwarten, dass wir die im Gewinn kriegen. Und der CFD ist jetzt nichts anderes, als diese Punkte mit Euros aufzuladen. Ganz vereinfacht gesagt. Ich habe Ihnen jetzt das Beispiel mitgebracht, wo wir diese Punkte mit einem Euro aufladen. Ein DAX-Punkt ist gleich 1 Euro. Sie können aber auch 25 Cent je Punkt investieren. Aber wir machen es jetzt der Einfachheit halber mit einem Euro. Und dazu habe ich Ihnen jetzt die Ordermaske mitgebracht, die Ihnen noch etwas besser erklärt, wie der CFD genau konstruiert ist und was Sie an und für sich in den Markt reinlegen. Und das unterscheidet sich eben grundsätzlich von den Zertifikaten. Ich habe hier die Ordermaske mitgebracht. Da haben wir oben den Einstiegspreis und haben dann etwas weiter unterhalb haben wir die sogenannte Kontraktgröße. Da steht jetzt 0,04. Lassen Sie das kurz beiseite. Das erkläre ich gleich, warum das eine augenscheinlich krumme Nummer ist. Dann haben wir den Kontraktwert und Sie werden sich vielleicht wundern oder nicht wundern oder ein kleines Aha-Erlebnis haben. Aber der Kontraktwert entspricht genau dem DAX-Stand von unserem Einstieg. 12.650 Punkte ist auch
der Wert in Euro, den wir im Markt bewegen. Haben wir 12.650 Euro in den Markt investiert? Nein, haben Sie nicht. Sie haben ja ein Hebelprodukt und einen Broker. Sie selber haben nur rund 63 Euro in den Markt investiert. Mehr müssen Sie nicht investieren. Der Rest leiht Ihnen der Broker sozusagen zu diesem Margin-Geschäft hinzu. Und jetzt kommen wir zu der dritten Zeile, die ist etwas klein geschrieben. Ich hoffe, Sie können das lesen. Da haben wir unterhalb dem Feld der Margin den sogenannten PIP-Wert. Und das ist diese Aufladung in Euro, von denen ich gesprochen habe am Anfang. Das bedeutet, Sie haben ja diese Idee, diese Hypothese. Wie viele Punkte wird der Kurs laufen? Was kann ich erwarten? Wie viel Risiko nehme ich in Anspruch? Was mache ich, wenn es gegen mich läuft? Wo höre ich auf? Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie das mitbedenken. Ja? Und wie viel ist mir dann diese Strecke in Punkten in Euro wert? Und das stellen Sie eben am PIP-Wert fest. Und dieser PIP-Wert wird größer oder kleiner, je nachdem, wie groß Sie Ihre Größe einstellen. 0,04 ist die Größe bei XTB, wo Sie exakt einen Euro je DAX-Punkt haben. Und unten in der Ordermaske ist das einmal noch ausgerechnet. Warum ist das jetzt so krumm? Nun, weil wir Ihnen ein CFD auf den DAX Future anbieten. Wir orientieren uns eben an der Berechnung mit 25 Euro je DAX-Punkt. Und dementsprechend, wenn Sie das runterskalieren auf 0,04, sind es eben nicht 25 Euro je DAX-Punkt, sondern 1 Euro je DAX-Punkt. Wir haben also die Chance, 550 Punkte Strecke gut zu machen, haben wir also die Chance, 550 Euro plus zu machen. Und auf der anderen Seite haben wir ein Risiko von 200 Punkten, sprich in diesem einfachen Beispiel 200 Euro. Und diese Idee können Sie verwirklichen mit einem Investment von 63 Euro. Natürlich sollten Sie etwas mehr auf dem Konto haben als 63 Euro, denn Sie wollen ja schließlich die volle Strecke bis zum Stop-Loss weiter im Markt investiert bleiben. Also brauchen Sie ein kleines bisschen mehr. Traden Sie nicht zu hart am Wind, nicht überhebeln. Ja, wir bei XTB empfehlen Einsteigern einen effektiven Hebel von rund 10%, was Sie investieren und was Sie noch als Restkapital, als Puffer zur Verfügung haben sollten. Einfach damit Sie nicht früher rausfliegen aus dem Trade als an und für sich geplant, nämlich bei diesen minus 200 Euro. So einfach kann man, wenn man das verstanden hat, dass man das einfach sich in Punkten vorstellt und diese Punkte in Euro auflädt, dann kann man sich in jeder Marktphase sehr, sehr schnell eine Meinung bilden. Man kann das in unserer Handelsplattform ausmessen. Wir haben da Werkzeuge für und das ist eben sehr, sehr einfach nachzuvollziehen. Sie können auch noch Jahre später nachvollziehen, welche Strecke dort Ihnen wie viel Gewinne oder wie viel Verluste eingebracht hat. Und das ist bei anderen Zertifikaten nicht so einfach, würde ich mal sagen, möglich. Das heißt, Sie haben eine sehr einfache Nachvollziehbarkeit Ihrer Aktivitäten. Und das ist dann eben auch der große Vorteil von den CFDs. Ja, kommen wir eben dann zu diesem Beispiel keine Nachschusspflicht und zu diesem Thema, wie viel Pufferkapital sollte ich denn auf meinem Trading-Konto einzahlen? Ja, erstmal natürlich nochmal ganz kurz die Risikokurslücke, das heißt der Stop-Loss, dieses Limit, was wir eingetragen haben, wird übersprungen. Das bedeutet, der Automatismus findet keinen Preis, beziehungsweise die Börse ist zu und eröffnet eben einfach mit einer großen Lücke. Haben Sie natürlich dann das Problem, dass Sie dann erst zum nächsten Kurs unter Umständen ausgestoppt werden. Und wir bei XTB haben zwei Sicherheitsmechanismen, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Und die erste Sicherheitsmaßnahme ist die, dass Sie
bei einem Margin Level von 30% automatisch aus dem Trade rausfliegen, sofern eben ein Preis verfügbar ist und die Börse läuft. Margin Level 30%, bleiben Sie dran, ich erkläre Ihnen das, was das eigentlich bedeutet. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir verhindern möchten, dass Sie einen Totalverlust erleiden auf Ihrem Trading-Konto. Nehmen wir jetzt einmal an, als Beispiel, Sie haben 1.000 Euro auf Ihrem Trading-Konto und investieren diese 1.000 Euro komplett in den Markt, in den DAX. Das wäre ein sehr, sehr sportliches Investment, denn wir haben gesehen, mit einem Investment von 63 Euro können Sie ja bereits mit einem Punkt in Euros am Markt partizipieren. Also die ganzen 1.000 Euro in einen Trade zu stecken, wäre sehr, sehr sportlich. Aber gehen wir das Beispiel durch. Sie haben die 1.000 Euro komplett in den Markt gelegt und der Kurs würde gegen Sie laufen. Dann würde dieser Trade bei einem Minus von 700 Euro automatisch geschlossen, sodass Sie eben noch 30% Ihres Kapitals übrig haben und dann eben keinen Totalverlust erleiden. Gleichwohl gibt es natürlich das Risiko der Kurslücke, das heißt, dieser Mechanismus kann Sie nicht ausführen. Und dann greift jetzt eben ganz neu der Sicherheitsmechanismus Nummer 2 und das ist dann eben, ja, das Abschaffen der Nachschusspflicht. Bei XTB machen wir das kostenfrei. Schauen Sie sich da unbedingt im Vergleich um, was die Broker da jeweils für dieses Rebalancing gegebenenfalls berechnen. Bei uns ist es so, dass wir, wenn Sie morgens aufwachen, Ihr Kontostand beträgt plötzlich nicht 300 Euro als Restbestand, sondern minus 200 Euro oder minus 300 Euro, dann wird die Position, die dafür verantwortlich ist, von uns auf null rebalanced. Bedeutet also, Sie haben einen Kontostand von null und können dann ganz normal wieder von null starten, neues Kapital einzahlen, ist überhaupt gar kein Problem. Und das ist, glaube ich, ein Riesenfortschritt, dass wir das so anbieten können, dass diese Nachschusspflicht Geschichte ist, denn andere Zertifikate-Typen haben jetzt aufgrund der Nachteile, möchte ich sie nennen, gegen den CFD, ja, ich würde sagen, fast keine Chance mehr. Und deswegen ist der Titel dieses Vortrags ja auch der Sieg des CFDs. Ich bleibe bei dieser Meinung, solange bis mir jemand in einem anderen Vortrag was anderes erzählt. Aber ich denke wirklich, dass der CFD durch den Wegfall der Nachschusspflicht ein unfassbar konkurrenzfähiges Produkt ist. Und was im Einzelnen da eben der Unterschied ist, das möchte ich Ihnen jetzt im weiteren Verlauf zeigen. Als Ergebnis können wir also festhalten, Sie können nicht mehr verlieren, als Sie ursprünglich auf Ihr Trading-Konto eingezahlt haben. Und wenn Sie jetzt hart am Wind fahren möchten, ja, bei XTB können Sie bis zu 4 Unterkonten unterhalten, komplett kostenfrei. Und Sie können beispielsweise ein Trading-Konto für sehr riskante Trades nutzen, zahlen dort eben nur wirklich das ein, was Sie dann als Totalverlust vielleicht riskieren. In den anderen Konten halten Sie Reserve oder wenn Sie sehr schnelle Einzahlungsmöglichkeiten haben, wie beispielsweise PayPal oder per Kreditkarte, mittlerweile bieten wir auch Sofortüberweisung an. Also wenn Sie sehr schnell wieder aktiv werden möchten, ist das bei uns absolut möglich, gar kein Problem. Ja. Kommen wir zu einem weiteren Vorteil des CFDs. Er ist sehr, sehr schnell und flexibel. Als ich angefangen habe mit den Aktien, war das, wie gesagt, so eine Geschichte. Damals auch schon gab es Online-Oberflächen, eine Ordermaske, wo ich das alles einstellen konnte. Aber es hat dann eben sehr lange gedauert, bis ich meinen Trade verwalten konnte. Und natürlich als allererstes Knockout-Trader werden das vielleicht wissen. Sie haben einfach erstmal keinen Überblick, welche Wertpapierkennnummer, welches Zertifikat genau Sie jetzt erwerben sollen, die wenigsten zumindest, bin ich mir sicher, sondern die meisten suchen dann in sogenannten Zertifikate-Matrixen, in irgendwelchen
Maps, Heatmaps, ja, verschiedene Knockout-Zertifikate. Dazu können Sie sich ja im Internet mittlerweile auf diversesten Vergleichsseiten, können Sie sich ja ganze Kurslisten oder ganze Listen von verschiedenen Emittenten anschauen und dann filtern, wo ist jetzt hier der beste Knockout im Vergleich zum Hebel und so weiter und so fort. Und dann sind Sie erstmal 10 Minuten damit beschäftigt, überhaupt ein Produkt zu finden, was jetzt Ihrem Setup-Gedanken entspricht. Und der CFD-Trader ist dann bereits investiert. Ja, er kann das eben sehr, sehr schnell direkt nachvollziehen, einfach über die Ordermaske direkt nachvollziehen, wie viel Risiko, welche Risk-Reward-Geschichte er erwartet, dementsprechend dann diese Strecke handeln. Und der Knockout-Trader muss dann eventuell erst nochmal suchen, ja, was er denn nur haben will, sich die Wertpapierkennnummer mit Copy und Paste in die Zwischenablage speichern und so weiter und so fort. Habe ich alles selber mitgemacht. Es ist einfach unnötig. Ja? Also wenn Sie wirklich schnell handeln wollen, mit dem CFD geht das ganz einfach. Ja, dann weitere Geschichte. Die Order ist sofort im Markt. Innerhalb von Millisekunden haben Sie die Order in Ihrem Order Terminal drin, in Ihren offenen Positionen drin und können die Order eben auch direkt managen. Falls Sie vorher kein Stop-Loss und kein Take-Profit eingefügt haben, was ich Ihnen dringendst rate zu tun, geben Sie nie eine Order ohne Stop-Loss auf. Take-Profit ist nicht so wichtig, ist auch wichtig, aber Stop-Loss ist das Allerwichtigste. Sie müssen ja vorher eine Idee, eine Hypothese gebildet haben. Und wenn Sie das nicht gemacht haben, dann ist es leichtfertige Zockerei. Ja, Sie brauchen eine Hypothese, die mit einer Methode versehen ist, sodass Sie einfach ja, ein Setup entwickeln. Und wenn Sie einfach so locker flockig in den Markt gehen und den Trade einfach laufen lassen, ins Minus laufen lassen, ja, dann hilft Ihnen nur noch der Margin, der Stop-Out, wo Sie dann eben in dieses Margin-Level reinlaufen. Kann natürlich auch Ihre Strategie sein, dass Sie dann eben so wenig nur auf das Konto einzahlen, dass Sie dann rausgeholt werden. Aber an und für sich, ja, wenn Sie systematisch traden wollen, dann ist es immer eine gute Idee, einen Stop-Loss, einen Take-Profit zu setzen und die Order einfach laufen zu lassen, das Setup sich entwickeln lassen. Das kann ein paar Tage dauern, aber schlussendlich werden Sie belohnt, wenn Sie einfach bei dieser Idee bleiben. Ja, dann können Sie natürlich nicht nur unmittelbar Stop-Loss und Take-Profit-Orders bearbeiten, verändern, wegziehen, sollten Sie nicht tun, wird häufig am Anfang von Anfängern gemacht, Stop-Loss nochmal wegziehen, 10 Punkte gebe ich mir noch, ja, und dann beginnt die Katastrophe ihren Lauf zu nehmen, machen Sie das nicht. Aber Sie können natürlich, wenn Ihr Trade in den Gewinn läuft, können Sie Ihren Stop-Loss nachziehen, können den Stop-Loss immer etwas höher rücken, sodass Sie irgendwann den Stop-Loss bei Ihrem Einstand haben, irgendwann vielleicht ja, bei 100 Euro im Plus haben, sodass, wenn der Trade dann dreht und Ihr Take-Profit noch nicht erreicht ist, dass Sie dann ein sogenanntes Minimalziel einfach gesichert haben. Ja? Und das können Sie direkt, nachdem Sie die Order in den Markt gelegt haben, tun. Und bei XTB ist es eben auch noch so, dass Sie auch am Wochenende Pending Orders, das heißt schwebende Ausführungen, in den Markt legen können. Das ist auch nicht überall so. Deswegen, wenn Sie wenig Zeit haben, berufstätig sind, jetzt vielleicht gerade erst mit dem Traden beginnen, aber an und für sich gar nicht so viel Zeit haben, sich da jetzt ständig mit den Märkten zu beschäftigen, dann können Sie am Wochenende sich die Charts aufrufen, sich in die Plattform einloggen, können am Wochenende einfach bei einer Tasse Kaffee Ihre Werte, die Sie interessant finden, durchgehen, können dort eine schwebende Ausführung reinlegen und dann einfach warten, ob Sie abgeholt werden, in den Markt reingenommen werden, vom Kurs oder eben nicht. Und einfacher kann man es eigentlich nicht machen. Ja, dann kommen wir zum Thema konstanter Hebel. Und dieser konstante Hebel entsteht, wie gesagt, durch dieses Margin-Verhältnis bzw. dieses
Leihen von Fremdkapital durch den Broker an Sie, an Ihren Trade. Sie haben nur einen sehr kleinen Teil. Je nachdem, welche Instrumente Sie handeln bei XTB, haben Sie verschiedene Hebel. Da kommen wir jetzt zu einer kleinen Übersetzungshilfe. Das, was das Margin-Verhältnis oder der Margin-Satz ist, ist letztendlich übersetzt auch ein Hebel. Ja? Das heißt, wenn Sie einen Margin-Satz von 10% haben, haben Sie einen Hebel von 1 zu 10. Wenn Sie einen Margin-Satz von 0,5% haben, haben Sie einen Hebel von 1 zu 200. Bei uns in den Indizes haben wir, genau wie im Forex-Bereich, für Sie einen konstanten Hebel von 1 zu 200. Das heißt, Sie können mit sehr, sehr geringem Kapital und sehr, sehr geringen PIP-Werten können Sie schon an den Märkten partizipieren. Im DAX, wie gesagt, 25 Cent je DAX-Punkt können Sie eben schon dann bei uns eröffnen. Und das ist eben auch ein sehr großes, ja, ein großer Vorteil im Vergleich zu anderen Produkten, die es am Markt gibt, wo Sie unter Umständen, und da greife ich jetzt schon ein bisschen voraus, eine Ordergebühr haben, die eine so kleine Position eigentlich sinnfrei erscheinen lässt. Das macht quasi keinen Sinn, für 50 Euro ein Knockout-Zertifikat zu kaufen. Wenn Sie eine Ordergebühr bei Ihrer Bank von rund 10 Euro hin und zurück haben, haben Sie ja schon mal 20 Euro Gebühren, die dann dieses Zertifikat erstmal aufholen muss, vom Spread ganz zu schweigen und von anderen Dingen, die ich gleich noch vergleichen werde. Also das ist eben auch die Möglichkeit für Leute mit geringem Kapital, kleinere Bewegungen oder ja sehr klein gestellte Bewegungen an den Märkten mitzunehmen. Und dementsprechend kann man es eben nach einer Demo-Phase, die wir natürlich auch anbieten, auch erstmal ruhig angehen lassen. Ja, ähnlich wie bei diesem Spiel mit den Kugeln, was ich am Anfang gezeigt habe, erstmal ein Gefühl für diese ganze Geschichte kriegen. Ja, ich weiß nicht, ob Sie dieses Spiel, was ich am Anfang gezeigt habe, früher auch gespielt haben oder ob Sie es Ihren Kindern geschenkt haben. Aber bis man es wirklich schafft, diese Kugel ganz ruhig durch dieses Labyrinth an diesen Falllöchern vorbei zu manövrieren packt, das dauert einfach eine Weile. Und ähnlich ist es eben auch mit dem Traden. Deshalb habe ich auch dieses Bild gewählt. Ja, bei den K.O.-Zertifikaten ist es eben, wie gesagt, so, dass wenn Sie am Tag X ein Zertifikat kaufen, das hat einen Hebel von 30, dann läuft es richtig gut in Ihre Richtung. Dann schauen Sie am nächsten Tag rein, hat das Ding nur noch 15. Und wenn Sie relativ nah am Kursziel sind, ist der Hebel fast unbedeutend geworden. Der CFD hat eben die ganze Zeit den gleichen konstanten Hebel und war eben bisher nur nachteilig gegenüber dem Faktorzertifikat, weil sie dieses Kurslückenrisiko hatten, was wir, wie gesagt, jetzt Stand August nicht mehr haben. Jetzt haben wir September. Insofern haben sie da eben einen Riesenvorteil im Vergleich zu Tradern, die das schon vorher angefangen haben, ist eben jetzt ja für sie deutlich besser reguliert, muss man an der Stelle sagen. Ja, die Faktorzertifikate haben eben ja unter Umständen diesen abnehmenden Hebel. Das hat man dann irgendwann von der Seite der Zertifikateanbieter versucht zu lösen, indem man Produkte angeboten hat, die dann einen konstanten Hebel haben. Bekanntestes Produkt ist, was ich auch sehr häufig am Telefon höre, wenn ich mit Leuten spreche, die bei mir anrufen und fragen, wie ist das mit dem CFD? Ich habe bisher Erfahrung in 1, 2, 3. Und dann ist sehr, sehr häufig das Faktorzertifikat einfach mit drin in dieser Aufzählung. Und ja, es hat eben einen konstanten Hebel. Die Hebel rangieren so zwischen 2 und 15 ungefähr. Ja. Der Nachteil dieser Konstruktionen ist aber eindeutig in Seitwärtsphasen zu finden. Das bedeutet, dass wenn der Kurs einfach eine längere Zeit um einen Widerstand kämpft, und einen Tag ein Prozent hoch, ein Prozent runter, ein Prozent hoch und runter und sich einfach über vielleicht sogar Wochen nicht entscheiden kann, dann nimmt der Wert dieses Zertifikats einfach ab. Und das ist der Konstruktion geschuldet.
dieses Zertifikats. Und wenn Sie einfach mal Zertifikate, Faktorzertifikate im Internet vergleichen, sich dort einen Preischart aufmachen und das dann einfach mal über ein halbes Jahr oder vielleicht sogar mehrere Jahre anschauen, dann sehen Sie, dass diese Zertifikate eben tendieren, Wert zu verlieren. Und diesen Nachteil haben Sie beim CFD einfach nicht, weil der Hebel konstant ist und auch nicht zwischenberechnet wird, wie sich jetzt der Preis im Vergleich zu der prozentualen Veränderung am Vortag jetzt neu berechnet. Das haben Sie nicht. Sie haben einfach diesen Punktwert und wenn sich Ihr CFD in dieser Punktstrecke bewegt, dann geht es eben um 1 Euro nach oben oder 1 Euro nach unten, je nachdem, wie Sie das vorher festgelegt haben. Und das war's. Und das ist eben ein weiterer Vorteil des CFDs. Dann dritte Geschichte, der Zeitwertverlust im Bereich der Optionsscheine. Auch das haben Sie beim CFD nicht. Ich will mich jetzt nicht wiederholen, aber es ist einfach so, Sie haben diese Idee einer Strecke. Wann diese Strecke abgelaufen wird, ist vollkommen egal. Es wird einfach auf Ihre Margin angerechnet und dementsprechend ist meiner Meinung, dass der CFD für mittel- bis kurzfristige Handlungsoptionen eben, ja, den Optionsschein ebenfalls überlegen ist. Dann kommen wir ganz zum Schluss zur Kostenstruktur. Wenn Sie, ja, über Ihre Bank handeln, dann haben Sie eventuell vielleicht sogar, wenn Sie SMS-TAN oder andere Dinge benutzen, noch kleine zusätzliche Orderkosten, aber der Hauptbatzen ist dann eben noch diese Ordergebühr, diese Transaktionsgebühr, die so je nach Bank gibt es natürlich auch Unterschiede, ja, aber ich sag mal, im Mittel liegt das so ungefähr bei 10 Euro hin und 10 Euro zurück. Manche bieten es auch für 5 an oder ja, also können Sie mal schauen, wie viel Sie da zahlen. Ich habe auch schon 15 gesehen. Also das sind einfach sogenannte Fixkosten, die haben Sie immer an Ordergebühr. Und dann haben Sie eben noch weitere etwas schwer zu sehende Kosten. Und im Bereich der Faktorzertifikate ist das das Aufgeld. Dann im Bereich der Knockout-Zertifikate haben Sie so etwas wie das Aufgeld. Dann haben Sie eben im Bereich der Faktorzertifikate oder auch im Bereich der ETFs eine Managementgebühr, die Sie noch im Hinterkopf behalten müssen. Eventuell haben Sie Depotführungsgebühren, haben wir bei XTB auch nicht. Und natürlich haben wir bei XTB auch keine Kosten bei Transfers. Das heißt, Sie können bei uns über Kreditkarte, über PayPal, über Überweisungen einzahlen, auszahlen. Es kostet Sie keinen Cent, es sei denn, der Betrag, den Sie auszahlen, liegt unterhalb von 200 Euro. Da bitte ich Sie um Verständnis, dass wir da 10 Euro Bearbeitungsgebühr nehmen, damit wir nicht so viel Kleckerbeträge da hin und her überweisen müssen. Aber ich denke, wenn Sie es ernst meinen mit dem Traden, dann werden Sie dann jetzt auch nicht anfangen, da monatlich 10 Euro abzuheben, weil Sie mal ein Eis essen wollen. Ja, das ist letztendlich dieser weitere Punkt. Und dann großes Plus bei XTB. Und ich habe das Beispiel im DAX extra im Tageschart genommen. Einmal, um Ihnen zu zeigen, dass der Hebel eben konstant ist, dass wir das sehr einfach berechnen können. Aber eben auch, weil wir auf den DE30 bei uns, auf den DAX und auch auf amerikanische Indizes, auf die Anleihen-Future und auf die Agrarrohstoffe, auf Öl, auf Gas keine Übernachtkosten von Ihnen verlangen. Was sind diese Übernachtkosten? Für Leute, die jetzt bei dem Vortrag hoffentlich immer noch dabei sind, wenn Sie sich mit dem Thema CFD zum ersten Mal beschäftigt haben. Diese Übernachtkosten kann ein Broker von Ihnen verlangen, da der Broker Ihnen ja im Endeffekt eine Art Fremdkapital leiht. Sie haben diesen kleinen Eigenanteil, im Beispiel jetzt der Indizes, wenn Sie einen Hebel von 1 zu 200 haben, dann haben Sie einen Euro und der Broker leiht Ihnen 200 oder 199 dazu, dass Sie dann insgesamt auf dieses Hebelverhältnis kommen. Und diesen Fremdkapitalanteil, wenn Sie den eben über Nacht vom Broker ausleihen oder übers Wochenende ausleihen, dann kann der Broker natürlich je nach, ja,
je nach Geschäftsidee von Ihnen eben einen kleinen Zinssatz verlangen. Und wir bei XTB haben uns aber gedacht, jetzt haben wir schon dieses Niedrigzinsumfeld. Sie kriegen auf Ihrem Sparkonto sowieso schon keine Zinsen mehr. Die Zinsen sind niedrig, Kredite sind sehr günstig. Warum sollen wir Sie dann nochmal zur Kasse bitten? Wir geben das an Sie weiter, eben auf die Produktgruppe der Indizes, der Agrarrohstoffe. Schauen Sie da gerne auf xtb.de nochmal genauer hin, welche Instrumente ohne Übernachtfinanzierungskosten für Sie angeboten werden. Aber das ist ein großer, großer Unterschied, dass wir das sowohl Long als auch Short nicht von Ihnen verlangen. Und dementsprechend können Sie bei uns einen Kontrakt 365 Tage halten für den Preis des Spread. Der ist bei all den Produkten, die ich genannt habe, natürlich auch noch mit dabei. Ja, das sehen Sie, wenn Sie ein Zertifikat beobachten. Da haben Sie einen Ankaufspreis, einen Verkaufspreis, Bid-Ask-Preis, heißt es auf Englisch. Und wir bei XTB bieten Ihnen an, dass ja, Sie lediglich für den Spread bei uns in den Handel starten können. Und wenn Sie sich erinnern, für dieses Beispiel, wo wir ein Risiko hatten von rund 200 Euro und ja, erwartet haben, dass wir aus diesen 63 Euro, die wir in den Markt legen, ganze 550 Euro herausholen könnten, wenn das Gap geschlossen wird. Und das ist ja geschehen. Ja, das ist ja geschehen. Die Bedingung, die wir gesetzt haben, ist eingetreten. Und die Kosten für diese Geschichte hätte bei 90 Cent gelegen. Das müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen, wenn Sie vorher Knockouts, Faktorzertifikate, andere Dinge über die Börse gehandelt haben. Spätestens jetzt denke ich, dass es sich für Sie lohnt, sich mit dem Thema CFD zu beschäftigen und ob Sie nicht im ersten Schritt vielleicht einen Teil auslagern, am besten natürlich zu uns, zu XTB, und das Ganze einfach mal über die CFDs ausprobieren. Kostenstruktur ist, wie gesagt, unglaublich günstig. Der Spread bei uns liegt bei 0,9 Pips im DAX. Und wenn wir eben einen Pip-Wert von einem Euro einstellen, wählen, aufladen, dann haben wir Kosten von 90 Cent für Sie. Und das war's. Ja, warum sollten Sie jetzt zu XTB kommen mit einem Teil Ihres Kapitals? Oder vielleicht sind Sie bei einem anderen Broker, wollen auch keine Übernachtkosten auf Indizes haben, dann kommen Sie natürlich sehr, sehr gerne zu uns. Wir bei XTB legen den Fokus auf das Thema Ausbildung und auch auf ein persönliches Verhältnis zu Ihnen. Denn am Anfang ging es mir auf jeden Fall auch so, dass ich mit meinem Interesse an der Börse relativ alleine dastand. In meinem Freundeskreis war ich da doch eher der Exot. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen anders ist. In Deutschland wird ja auch leider sehr wenig über das Thema Finanzen auch geredet, selbst im Freundeskreis, vielleicht mit dem besten Freund, mit den engsten Verwandten vielleicht ein bisschen darüber philosophiert, was man machen könnte, was jetzt los ist an den Märkten, wie man sich positionieren soll. Aber dass sich Leute effektiv über die Vor- und Nachteile von Produkten unterhalten, ist sehr, sehr selten. Und deswegen bieten wir Ihnen bei XTB eben einen persönlichen Ansprechpartner, der Sie auch durch eine Demo-Phase coacht, eben versucht, mit Ihnen herauszuarbeiten, wann haben Sie denn überhaupt Zeit zu traden, welche Märkte machen dann überhaupt noch Sinn, wenn Sie Zeit haben, und so weiter und so fort. Welche Strategie wäre denn eher gut oder eher schlecht? Wenn Sie jetzt nur am Wochenende Zeit haben, sich überhaupt mit den Märkten zu beschäftigen, ja, dann sind die Märkte natürlich geschlossen. Das heißt, für Sie wären dann diese schwebenden Aufträge zum Beispiel mal eine Sache, die Sie sich anschauen sollten, zusammen mit Ihrem Ansprechpartner. Und wenn Sie da, wie gesagt, Fragen haben, rufen Sie gerne bei uns an in Frankfurt oder schreiben uns eine E-Mail. Wir kommen da sehr, sehr gerne auf Sie zu. Und als zweites natürlich, habe ich ja schon gesagt, wir sitzen hier in Deutschland in der Mainzer Landstraße, sind hier natürlich auch reguliert samt der Einlagensicherung. Durch wen sind wir hier in Deutschland reguliert? Natürlich durch die BaFin. Und ja, dazu sind wir, wie gesagt, sehr, sehr günstig.
Wir haben keine versteckten Kosten, keine Depotgebühren. Der Datenfeed ist kostenlos. Sie können kostenlos Stop, Loss, Take, Profit verändern. Sie können Ihre Order managen, wie Sie wollen, sogar am Wochenende. Ist alles inklusive. Und dazu bieten wir eben auch 3 Plattformen insgesamt an. Falls Sie jetzt schon länger am Traden sind, kennen Sie wahrscheinlich den MetaTrader 4, den MT4. Den bieten wir natürlich an. Automatisches Handeln über einen Expert Advisor, gar kein Problem, können Sie sehr gerne bei uns tun. Wir haben die X-Station, das ist die Plattform, mit der auch morgen am Mittwoch live das Finale ausgetragen wird. Wenn Sie also mehr zu der Plattform und auch zu unserem Finale haben, dann kommen Sie morgen unbedingt auf den Kanal 4. Dort sind wir ab 9 Uhr live vor Ort. Und für die Profi-Trader unter Ihnen, die eben auch schon etwas länger an den Märkten unterwegs sind, möchte ich natürlich den Agena-Trader erwähnen. Den bieten wir bei XTB auch an. Unter bestimmten Bedingungen bekommen Sie den sogar von uns kostenlos zur Nutzung überlassen. Wie gesagt, wenn Sie da Interesse haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir erklären Ihnen die Bedingungen dann sehr, sehr gerne. Ja. Was wir eben dann zum Abschluss noch als Paket für Sie haben, ist eben dieser ganze Komplex der Kostenstruktur. Niedrige Spreads, keine Swaps, keine Finanzierungskosten auf ausgewählte Produkte. Dann haben wir natürlich ein Cashback-Programm. Das heißt, wenn Sie sehr viel traden, geben wir Ihnen auch ein bisschen was zurück. Ja, eine Hand wäscht die andere. Sie sollen langfristig Erfolg an der Börse haben, auch Spaß daran haben. Wir möchten Ihr Partner sein für eine langfristige Win-Win-Beziehung zwischen Kunde und Broker. Und für besonders große Kunden haben wir auch einen sogenannten Premium-Bereich beziehungsweise diverse Service-Levels, die dann eben bestimmte Goodies on top noch für Sie bereithalten. Schauen Sie bei xtb.de gerne vorbei, beziehungsweise wenn Sie morgen mittraden wollen, wenn Sie bis Freitag ein Konto bei uns eröffnen, dann haben Sie eben diese Sonderaktion. Diese Sonderaktion finden Sie nicht im Internet, im Sinne auf unserer Homepage, sondern Sie müssen tatsächlich diesen Link abschreiben oder machen Sie einen Screenshot oder wie auch immer. Aber geben Sie diesen Link in Ihre Browserzeile ein, de.xtb.com/ib-days, und dort können Sie dann eben über diese versteckte Seite ein Aktionskonto aufmachen und dort bekommen Sie dann eben auf Ihr Handelskonto eine Gutschrift von 100 Euro. Eine Mindesteinzahlung verlangen wir nicht, grundsätzlich nicht, bei dieser Aktion auch nicht, und Sie traden ohne einen Mindestumsatz 2 Monate lang mit einem Rabatt von 20% auf alle Trades. Ausgenommen sind Aktien und ETFs. Die Bedingungen finden Sie eben auch nochmal auf dieser Seite. Ja, ich hoffe, dass ich Ihnen das Thema CFDs und auch die Vorteile der CFDs etwas näher bringen konnte. Ich denke, dass es für viele Trader in Deutschland, falls sie es noch nicht wussten, jetzt eben wirklich eine wichtige Information war, dass dieses Risiko der Nachschusspflicht eben nicht mehr besteht. Sie können nicht mehr verlieren, als sie auf ihr Tradingkonto eingezahlt haben. Das ist eine ganz wichtige, tolle Sache. Und ich denke, dass darüber auch der CFD in Deutschland immer populärer werden wird, wenn nicht sogar den ein oder anderen Produktklassen vielleicht sogar ganz das Wasser abgraben wird. Aber das weiß ich nicht. Ich habe keine Kristallkugel. Ich denke einfach nur, dass ich Ihnen die Vorteile dieses Produktes heute hoffentlich gut erklären konnte. Bei Rückfragen melden Sie sich gerne bei uns oder machen Sie eben das Konto auf ein unbefristetes Demokonto zum Trainieren oder zum Ausprobieren neuer Dinge. Bekommen Sie natürlich dazu. Damit möchte ich mich verabschieden aus Frankfurt am Main. Philipp von Breitenbach war mein Name und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Es regnet ein wenig. Ich hoffe, Sie haben alle einen Schirm. Wenn Sie ein Trader sind, haben Sie hoffentlich auch immer einen Schirm, einen Rettungsschirm. Das ist der Stop-Loss. Machen Sie keinen Trade ohne Stop-Loss. Kommen Sie am Mittwoch auf unseren Kanal vorbei, Kanal Nummer 4.
von 9 bis 17 Uhr. Und ich freue mich auf Sie. Bis morgen. Einen guten Abend. Tschüss.